Und dann tue ich mir da eine Bett raus und stelle das hier hin. Wir haben ja hier so einen Haufen Betten gehabt. Wo waren sie denn? Da. Und da hat dieser Typ Lebensmittel. Und da hat dieser Typ dieses Video von dem einen, der da halt irgendwas Schönes mitgemacht hat, der das weiterverarbeitet hat, was er hier durfte, hat gesagt, die Musik, die reklamiere ich jetzt. Hat bei YouTube gesagt, das ist die Musik, da habe ich die Rechte dran. Und derjenige, der dieses veränderte Video gemacht hat, hat davon auch nichts gewusst. So, und dann sagt er, dann möchte bitte der Herr Flatrate, Mr. Flatrate, bitteschön an mich. Zahlen. Respektive an mich alles abtreten, was er an Werbung eben da verdient an dieser einen Stelle. Und ja, und dann sagte YouTube, er hat dann an YouTube hingeschrieben, hat gesagt, das ist meine Musik. Bitteschön, da habe ich, da gibt es anscheinend die Möglichkeit, bestimmte, ich habe da jetzt nicht so die Ahnung, ich mache zwar auch selber ein bisschen Musik, habe da auch meine eigene, aber um sowas wie irgendwelche Nummern, die man sich da holen kann bei irgendeiner Musiklizenz, weiß der Geier, was auch immer wieder da heißt, er hat also eine bestimmte Nummer bekommen, von denen, dass es auch seine Musik ist. Sagt YouTube, ja, schön, aber das musst du bitte mit dem Rechteinhaber klären. Was ist jetzt hier? Warum komme ich jetzt hier nicht weiter? Muss ich das so machen? So. Dann machen wir so einen hübschen Bogen hin, sag ich mal. Fangen wir mal hier an mit dem Bogen. Ey! So, das werde ich mir mal hinstellen als Konstruktionshilfsmittel. Oh, wollte ich gesagt, da. So, schönen Bogen. 1, 2, 3. YouTube hat dem Fettred nicht helfen können. Gut, es ist ja auch so, wenn ich jetzt, sagen wir mal, von Madonna oder von Britney Spears Musik nehme und sie in meinem Video verbrate und kriege dann von denen einen Strike oder wie das auch immer heißt, aufgebrummt, eine gelbe Karte oder eine grüne oder eine rote oder wie auch immer. Und sagt dann bei YouTube, aber das, warum denn? So, dann sagt YouTube natürlich, ja, Freundchen, dann
musst du dich halt mit dem Rechteinhaber von Britney Spears, von Madonna und von wem auch immer. So, das ist jetzt nicht so gut. Das sollte symmetrisch sein. So, das ist dann ja halt nicht so ganz symmetrisch. Da muss ich direkt noch 3 zurück. Ey. Also kann ich das Ganze wieder abbauen. Na gut, Zeit zum Erzählen. Wenn ich da also Musik benutze und sage dann YouTube, helft mir doch, das ist meine Musik, da sagt YouTube, über die Musik von Madonna, wenn du die benutzt, dann bitte unterhalte dich mit den Typen, die da die Rechte für haben und bestätige uns das und dann ist alles in Ordnung. So. So weit, so gut. Nicht? Wenn das also nicht meine Musik ist, alles klar, YouTube weiß das ja nicht. So, wo muss ich anfangen dann? Also, hier ist der Weg, da habe ich dann... Und bei The Fatrit, sie haben also nach genau nach Vorschrift, sage ich mal, haben sie das dann genauso gemacht, obwohl das seine Musik war. So, da haben sie also gesagt, geh zu dem Rechteinhaber und lass dir vom Rechteinhaber halt sagen, das ist in Ordnung, dass du die Rechte hast und dann werden wir das wieder freischalten. Das ist natürlich Kokolores, was ich hier mache jetzt auch. Das ist natürlich insofern kokolos, weil wenn ein Typ fälschlicherweise die Rechte reklamiert, wird er ja nicht sagen zum Komponisten dann, ja, du hast die Rechte, ich gebe dir da recht. Das ist ja gerade, sagen wir mal so, sein Ansinnen, dass er die Rechte hat. Also kann der Fatrat hinschreiben, so viel er will. Dieser Typ, der die Musik da geclaimt hat, ja, sich beansprucht hat, der wird natürlich nie zustimmen und sagen, ja, also Fatrat hat jetzt wirklich diese Musik auch, der darf die benutzen, da hat er die Rechte dran. Er würde ja sagen, ich habe selber halt Unrecht, aber das will er ja gerade nicht, ja. So, nochmal aufsammeln, schnell alles hier. Müssen hier doch noch mal was hinpacken. So. Jetzt brauche ich also von da aus einmal 2 Steine frei und hier ist dann der Reinigung der Bogen. Dann fange ich also da an. Ja, eben nur da und nicht da. Dann sollte das symmetrisch sein. So, machen wir das noch. Bis hierhin haben wir das gemacht, nicht wahr? Das sind also jetzt, glaube ich, 2. Jetzt müsste es aber doch symmetrisch ausschauen, oder? Ja.
tut es. Machen wir das mal zu, damit sich hier auch keine Monster bilden können, damit keine Monster spawnen können. So, ich lege mich hier gleich mal hin, in mein Bett. Wo ist es denn? Ist doch gleich dunkel, Mann. Das machen wir auch noch zu. Ja, wir können hier mal so einen extra Bogen noch einbauen. Immer erst hinten anfangen. So, jetzt. Okay, das schaut doch einigermaßen aus und symmetrisch, ne? Jetzt, jawohl. Jetzt machen wir hier noch sowas hin. Lassen wir das mal so einfach. So. Das auch. Das. Da machen wir dann hier einfach einen Bogen. Ja. So. Da auch. So. So, natürlich dann hier noch ein bisschen nacharbeiten. Ne, da muss ich jetzt erstmal diesen hin und dann den, und ich glaube, dann haben wir es. So.
Das ist richtig, dann haben wir es doch. So, das sieht dann einigermaßen passabel aus. Ja. Ist das auch parallel? Und das sieht irgendwie nicht parallel aus, ist aber parallel, weil wir hier noch Erde haben und da nicht. Also, okay, alles kein Problem. So. Wie sieht's aus mit euch hier? Kaschmir ist flott und die ist flott, die andere auch. Also der Tee ist wirklich mit dem Musiker. Du machst deine Arbeit sehr gut. Es hat ein bisschen gedauert. Vincent heißt du nicht, Kasimir. Vincent. Gut, gut. So, da können wir uns mal überlegen. Ihr habt also vier Betten. Ob wir nicht noch ein nächstes Räumchen machen? Nein, als nächstes wollte ich ja dann hier das Haus umbauen. Das ganze System hier neu bauen. Müssen wir natürlich offensichtlich aber nichts kaputt machen dabei. Ein Räumchen. Wir werden die also ein bisschen verlegen. Spielst du auch für die? Ja? Nein. Super, so, das gefällt mir schon mal sehr gut. Haha. So soll es sein, so habe ich mir das gedacht. Gut, dass man das auch mit den anderen Edelsteinen machen konnte. So, und jetzt werde ich noch ein bisschen Zeit weiter mit der Geschichte verbraten. Die ist ja noch nicht zu Ende erzählt. Also, der gute Fettred. Vertritt, ja. YouTube hat gesagt, ja, dann bitteschön, setz dich mit denen in Verbindung. Mit dem Rechteinhaber, Klammer auf, der er ja eigentlich selber ist, Klammer zu. Und kommt zu einer Einigung. Ja. Und wenn ihr dann zu einer Einigung gekommen seid, dann schalten wir die Werbung wieder frei. Dieses Video hat Millionen von Aufrufen. Ja? Das ist also nicht nur so ein paar. Meine besten Videos haben 17.000 Aufrufe. Das kriegt der sozusagen mit dem Fingerschnippen hin. Er hat also Millionen von Aufrufen. Erzählen. Ach, gehen wir auch mal ins Schwimmbad hier rein. Und gucken mal von hier runter. Falls wir das können, Richtung Dorf. Das geht. Jawohl, da laufen sie rum. Okay, prima. Die ist wieder ein bisschen langsam. Ist der Musiker selber ein bisschen langsam. Naja, so ganz hundertprozentig läuft das noch nicht. Ich weiß nicht, was er jetzt wieder hat. Aber das kann ich mir so nicht mit angucken. Gehen wir mal in den französischen Garten und erzählen die Geschichte weiter. Also, dann wollte er mit diesem Typ, der auch dem Rechteinhaber, dem angeblichen, der auch einen YouTube-Kanal hat, wo keine Inhalte drin sind, aber er hat einen YouTube-Kanal, wollte er unter die Kontaktadresse gehen. Da hat er also Facebook angegeben, Instagram, Twitter, E-Mail, was es da alles so gibt, und hat versucht zu kontaktieren. Und Facebook war Seite nicht vorhanden.
Instagram-Seite, nicht von Twitter, war eine Seite von, die ist dann aber schnell weg gewesen irgendwann. Und dann hat er eine E-Mail geschrieben und natürlich kam nichts zurück. Das heißt, er konnte diesen Typ nicht kontaktieren, diesen angeblichen Rechteinhaber. Das hat er YouTube gesagt. Und YouTube gesagt, ja, Freunde, kann ich auch nichts machen, so sind unsere Regularien. So, und dann hat er den Typ, der seine Musik genommen hat für sein Video, worauf sich der angebliche Rechteinhaber beruft und sagt, das, da habe ich meine Rechte, da habe ich die Rechte drauf. Den hat er kontaktiert und dann hat dieser Typ hat an YouTube auch gesagt, ja, ich hab ja dessen Musik benutzt, ich kann ja nicht der Rechteinhaber sein, beziehungsweise einem die Rechte abgegeben haben, der sie dann bei dem The Fat Red eintreiben will, sozusagen. Ne? Also, das ist ja schon mal wirklich alles unglaublich. YouTube sagt, nö, ihr müsst euch mit denen einigen, mit dem Rechteinhaber. So, ne? Das heißt, im Prinzip ist das wie ein, das ist eine hochintelligente Masche, um irgendwelche Sachen zu klauen, die virtueller Natur sind. Hä? Ja, sagt Zement. Ist ein Ding. Das war mal der Kartenraum hier. Warum gehst du nicht so gerade hoch hier, du Pfeife? Okay. Jetzt haben sie mich wieder aus dem Konzept gemacht. Auf jeden Fall. Das wäre ungefähr so, wie wenn ich, gehen wir mal auf die Terrasse da oben, wie komme ich da hin? Die Papa-Fang-Terrasse ist jetzt hier ein bisschen durch diese Grenze halt ein bisschen kaputt, aber ist egal. Okay. Das wäre ungefähr so, wie wenn ihr ein Auto habt, ja, das Auto verleiht, nehmen wir an, Papa-Fang hat ein Auto, verleiht das Tante Mimi. Und da kommt Gronk und nimmt sich das Auto von Tante Mimi und sagt, ja, das ist das Auto von Tante Mimi. Dafür möchte ich jetzt Miete haben, wenn Papa Frank damit fährt. So ungefähr ist das auch, ja. Also ich reklamiere irgendwas. Es ist Irrsinn. Und du hast keine Maßnahmen dagegen. Das kann ja wohl nicht sein. Ja, du kannst nichts dagegen machen. Er hat gesagt, er hat Rechtsanwälte eingeschaltet, irgendwo in den USA. Er ist ein großer YouTuber. Das könnte natürlich auch kleineren passieren. Ich denke mal, das ist auch schon kleineren passiert, die aber nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Er weiß es ja im Prinzip auch nicht. Aus seinem Video, das ich hier jetzt mal unten verlinke, kommt aus seinem Video heraus, dass er irgendwie schon verzweifelt ist, ne? Und nicht weiß, was er machen soll. Wie gesagt, er hat alles ausgeschöpft. YouTube stellt sich da auf die Hinterbeine und sagt, falls Rechte verletzt sind, da soll sich bitte derjenige, der die Rechte
verletzt hat, sich mit dem Rechteinhaber einigen. Und wenn der Rechteinhaber sagt, gut, okay, das sagte das YouTube. Und YouTube sagt dann, prima, habt ihr euch geeinigt, dann ist alles klar für mich. Nur, das ist ja ein ganz anderer Fall. Ne? Da hat ja der Rechteinhaber muss darum kämpfen, dass er seine Rechte wieder zurückkriegt von einem, der sie reklamiert hat, über ein anderes Video. Ne? Also, es ist ein rechtsfreier Raum. Ich werde mal irgendwann noch, da gibt es ja unseren schönen Online-Rechtsanwalt für alles Mögliche. Der macht ja auch YouTube-Videos, ne? Wilde Beuger Säumecke, Christian Säumecke. Da werde ich mal so ein Dings aufsetzen. Gibt es ja seine Rubrik Frag WBS oder irgendwie sowas. Und da werde ich mal die Frage stellen, wie das eigentlich in dem Fall ist. Für mich ist es völlig klar, dass da ein Krimineller am Werk ist, der die Rechte einkassiert hat von dem, der sich die Rechte geklaut hat sozusagen. Und das kann ja nicht sein. Also für mich als Normalbürger, ja, ist das so. Ich mit meinem gesunden Menschenverstand sage das so, aber du kommst ja nicht gegen an, weil YouTube halt sagt, das ist der Rechteinhaber. Ja? YouTube hat Millionen von Usern da, die vielleicht alle mal gegen Rechte verstoßen und Zehntausende von Rechteinhabern, und da kann er sich natürlich nicht um jeden einzelnen Fall kümmern, aber in diesem Fall, wenn der Komponist beweisen kann, dass es seine Musik ist, die ihm geklaut wurde, und ich weiß nicht, wie viele Einnahmen das sind aus diesem einen Video, da müsste man mal bei, müsste ich mal bei dieser Seite nachgucken. Wie heißt sie? Komme ich noch drauf? Social Blade, genau. Jetzt bin ich drauf gekommen. Socialblade.com. Werde ich mal nachsuchen, was denn dieses Video an Geld bringt. Und es ist wirklich eine Masche. Ich muss sagen, der Typ, der sich das ausgedacht hat, hat wirklich intelligent sich das überlegt und war wirklich ein schlauer Fuchs, aber der hat natürlich damit Scheiße gebaut. Ja, manche Leute haben irrsinnige Intelligenz und nutzen die halt für kriminelle Energie. Und in dem Fall ist das also auch der Fall gewesen, sage ich jetzt mal. Und als ich das Video gesehen hatte gestern von The Fat Red, wo er das erzählt hat, auf Englisch zwar, aber ist egal. Wer Englisch nicht kann, es gibt ja ein paar von meinen Abonnenten, die kein Englisch können, die haben das jetzt mal auf Deutsch gehört von mir. Und es ist unglaublich, ich kann das, es passiert aber. Ja, ich hätte mir das vorher nicht träumen lassen, dass es sowas möglich ist, dass sowas möglich ist, dass man da sozusagen um seine eigenen Sachen betrogen wird. Man hat irgendwas gemacht und dann, wird dir das geklaut virtuell. Das ist, es gibt ja so einen Identitätsdiebstahl, da klaut man also dem sein Passwort und ist dann plötzlich, schlüpft in seine Identität und macht irgendwas. Und das ist ja im Prinzip sowas. Zwar nicht, nein, es ist kein Identitätsdiebstahl, aber ein Diebstahl. Es ist ein Diebstahl, meiner Meinung nach. Ob ich nun Musik klaue, ob ich ein Instrument klaue oder ob ich die Rechte klaue, das ist eigentlich wurscht. Es ist ein Diebstahl. Aber ein Diebstahl einer ganz neuen Art, die man sich, sagen wir mal, bis, wann ist das Video rausgekommen? 2018, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Ich habe es jetzt erst gestern aufgrund von Tante Mimis Kommentar, wo ich dann mal nachgesucht hatte, ob es noch mehr Musik gibt von The Fat Red, die man mit Lippensynchronisation, wo man ein kleines Video mitmachen kann, ist ja erlaubt. Ne? Und da habe ich dann dieses Video gesehen von The Fat Red selber. Und ich muss sagen, das ist schon nicht zu glauben.
Vielleicht hat sich der Fall ja inzwischen erledigt. Er hatte mal nachträglich dann noch im letzten Jahr 2019 ein Video gemacht, Question, Frage und Antwort. Q&A heißt das auf Englisch, ne? Question and Answers, Fragen und Antworten. Das habe ich mir nicht angeguckt, weil das deutlich länger ist, über eine Stunde. Da hatte ich keinen Bock drauf, aber vielleicht geht er da ja drauf ein und sagt, wie es ausgegangen ist. Kann ich jetzt so nicht sagen, weiß ich nicht, ob er das macht, ob das der Fall ist, aber vielleicht soll ich mir das Video auch nochmal angucken. Ist ein bisschen länger, lohnt sich aber vielleicht. So. Liebe Leute, ich glaube, das war's. Wir haben jetzt 1.13 Uhr. Vielleicht mache ich gleich noch eine Aufnahme von einem anderen Projekt und dann das aber nicht so lang. Aber ich musste es jetzt in dieser Reihenfolge machen. Ich wollte eigentlich das andere Projekt zuerst aufnehmen, aber da hätte ich mich dann, da ich mich so darüber aufgeregt habe, über dieses Musikkram, über diesen rechte Klau, musste ich erstmal dieses hier machen. Denn im anderen Video, im anderen Projekt werde ich ja solche Probleme nicht behandeln normalerweise, sondern das kommt hier rein. Bei Opa spielt Minecraft. Und ja, bevor jetzt die Sonne untergeht, vielleicht doch was essen brauche ich nicht, gucke ich noch mal zu den Jungs runter und Mädels. Der Junge macht die Mädels froh mit seiner Musik, nicht? Aber es wird ja schon dunkel, kann ich sie noch sehen, ja. Das ist schon gefährlich, so ein Balkon. Also im wirklichen Leben würde das so nicht erlaubt. Es ist schon dunkel. Sind sie alle am Schlafen schon? Gut, ich lege mich auch hin und wünsche euch alles Gute. Tschüss und bye bye. Euer Norbert vom Kanal Opa spielt, der sich jetzt wirklich ein bisschen in Rage geredet hat. Aber das ist bei dem Thema natürlich auch völlig angebracht und ist, wie gesagt, sowas will mir nicht in den Kopf. Und da muss YouTube, da ist so ein Link zu einer Online-Petition, da muss ich mir mal anschauen, vielleicht ist die ja auch schon längst alles Vergangenheit. Auf jeden Fall schaut euch das Video an, das ist hier unter dem Video verlinkt. Und ich wünsche euch alles Gute, tschüss und bye-bye, wünsche euch alles Gute nochmal in diesem Jahr 2020. Jetzt am Ende der Aufnahme, heute am 5.1. inzwischen 1.15 Uhr. Macht's gut, euer Norbert vom Kanal Opa spielt. Tschüss.